wunderschönen guten Abend. Ich befinde mich in der Mall of Berlin, denn hier findet wieder das alljährliche Promi-Tütenpacken statt von Maximilian Zeiss. Der Erlös oder die ganzen Tüten gehen zu dem Verein Straßenfeger. Die vierte Charity Promi Pack 2024 ließen sich zahlreiche Fans nicht entgehen, wenn die Prominenz kräftig mit anpackt. 500 Weihnachtstüten wurden in Windeseile für bedürftige und obdachlosen Menschen zugunsten des Straßenfeger e.V. gepackt. Maximilian Zeitz hat das Ganze ins Leben gerufen. Was findet sich denn so in den Tüten? Alles, was benötigt wird, über Hygieneartikel, Schals, Mützen, aber natürlich auch die ein oder andere Schoki darf auch nicht fehlen. Wie froh bist du von deiner prominenten Unterstützung? Wie froh bist du, dass die dabei sind? Wirklich wahnsinnig froh, wenn man sieht, was auch teilweise die Promis auf sich nehmen oder woher die überall kommen oder jetzt teilweise noch vom Flughafen gerade abgeholt werden. Also es ist wirklich schon sehr, es berührt mich sehr emotional. Ja, und mich berührt es, diese Initiative. Wie kam es denn dazu? Mir war schon immer wichtig, was zurückzugeben, und ich bin mit dem Straßenfeger in Kontakt gekommen und wir haben uns gleich von Anfang an so gut verstanden und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen zusammen was auf die Beine stellen, wir müssen die Kontakte, die es gibt, einfach positiv nutzen, und jetzt stehen wir hier zum vierten Mal. Sie ist normalerweise in der Höhle des Löwen, aber jetzt ist es für sie selbstverständlich, dass sie hier mitmacht. Ich glaube, das ist wichtig, auch ein bisschen so ein Zeichen zu setzen, gerade jetzt auch nicht nur in der vorweihnachtlichen Zeit, aber besonders in der vorweihnachtlichen Zeit. Wie wichtig ist es doch, irgendwie Freude zu machen und ein bisschen Licht in jedes Zimmer zu bringen. Und deswegen habe ich auch gerne mitgemacht. Wie wird denn Ihre Weihnachtszeit aussehen? Meine Weihnachtszeit wird dieses Mal ganz woanders sein. Ich werde in Asien sein, weil ich selber ein größeres Event habe, nämlich am 20 Jahre Tsunami in Sri Lanka, und da ich Organisatorin bin der Veranstaltung in Sri Lanka, werde ich mich dort aufhalten, weil das war am 26. Dezember, deswegen werde ich schon die Weihnachtszeit dort sein, auch wegen der Vorbereitung. 2013 gewann er die 7. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Promi-Packen bin ich total froh, dieses Jahr dabei zu sein, 24. Es ist was Neues für mich. Also ich bin zum ersten Mal hier in Berlin, jetzt hier bei dieser wunderschönen Charity-Event. Das ist für mich neu und ich freue mich total. Also es sind viele Leute da, die ich kenne aus dem Business. Es ist alles sehr schön dekoriert, weihnachtlich. Und jetzt packen wir gleich die Sachen ein. Das ist ja alles für den Straßenfegerverein, für Obdachlose. Wie wichtig ist es, auch so ein Zeichen zu setzen oder darauf aufmerksam zu machen? Ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass man auch generell, wenn man gerade in der Öffentlichkeit ist, dass man auch genau das nutzt, aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, dass man gerade so eine Charity-Veranstaltung veranstaltet, wo man halt wirklich was für die Leute gibt und wo man Sachen einpackt, wo die Leute dann umsonst kriegen, wo es nicht die ganze Zeit um irgendwelche Gelder geht, sondern wo das kommt vom Herzen. Und ich glaube, so Gesten sind gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, in einer schwierigen Zeit, total wichtig. Wie sieht denn dein Weihnachten aus? Mein Weihnachten, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, es wird so ein bisschen, ich habe noch gar keine Gedanken gemacht. Zum ersten Mal, dass ich wirklich mir keine Gedanken über Weihnachten und Silvester gemacht habe, weil ich natürlich jetzt noch ein paar kleinere Sachen habe, Konzerte noch, zwei Spiele dieses Jahr, dieses Jahr genau. Und ich muss halt ein bisschen gucken, so wie es vom Zeit her klappt. Das Ding ist halt, für mich war eigentlich erst Weihnachten. Es ging jetzt so schnell vorbei dieses Jahr, dass ich es gar nicht glauben kann, dass diese wunderschönen Bäume hier wieder stehen. Muss ich mal gucken. Hast du denn ein Lieblingsweihnachtslied, was du auch mal einmal singen, anstimmen kannst? Ich bin momentan, Stimme ist komplett zu, momentan. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe so viele Weihnachtslieder. Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas. Das ist so dieses Lied, das liebe ich. Das ist so eins, was ich aber auch jedes Jahr hören kann. Also alle anderen höre ich so zweimal und dann denke ich mir so, ach nee, jetzt läuft schon wieder. Aber es wiederholt sich halt ständig. Aber das ist so ein Song, der munkelt sich so ins Herz rein, ja. Noch einmal das. Driving Home for Christmas. Du bist weiter dran. Tatsächlich ist es auch mein Lieblingslied. Seit 10 Jahren gehört sie zum Team der Bergretter Stars. Also, es gibt ja Menschen am Rande der Gesellschaft, die einfach unsere Unterstützung brauchen. Und deshalb finde ich es total schön, heute hier zu sein, darauf aufmerksam zu machen. Und Weihnachten steht vor der Tür, ein Fest der Nächstenliebe. Deshalb macht auch mit. Wie wirst du denn deinen Weihnachten verbringen?
Ich verbringe das immer zusammen mit meiner Familie und wir haben eine schöne Tradition. Wir gehen morgens mit allen Generationen zusammen in den Zoo. Also dann sind von kleinen Kindern bis zu den Großeltern und Freunden alle mit dabei. Und so starten wir eigentlich in den Tag. Hauptsache miteinander. Moderiert wurde die Promi-Pack-Aktion von Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Ich würde es nicht vermissen wollen. Ich habe heute in der Früh sogar noch in Tirol gedreht und das mache ich eigentlich wirklich nie. Bin dann hergeflogen nach Berlin, nach dem ersten Bild, weil ich gesagt habe, ich lasse den Maxi sicher nicht im Stich. Ich mache wieder mit und diesmal darf ich es sogar auch moderieren. Es ist zu Weihnachten natürlich ein schöner Anlass, aber ich glaube, dass die Aktualität das ganze Jahr über sehr, sehr groß ist. Gerade auch Menschen, die jetzt in unserem Fall ja begünstigt werden durch diese Aktion, obdachlose Menschen, die müssen einfach wieder diesen Weg zurück in die Gesellschaft finden. Und da hilft ihnen Straßenfeger und da helfen ihnen solche Charity-Aktionen. Und deswegen freue ich mich, dass da Maxi so viel Herzblut und Energie und Zeit und Liebe reinsteckt, dass er sowas möglich macht. Wie sieht denn dein Weihnachten aus? Sehr traditionell. Ich bin bei meiner Oma, seit ich geboren bin, seit 28 Jahren immer gleich. Ist jetzt so eine kleine Hütte am Berg. Da heizt ihr dann immer den großen Kamin ein und dann ist es wirklich sehr gemütlich und einfach friedlich und schön. Und da bin ich ihm besonders dankbar, dass ich in so einer wunderschönen Heimat aufwachsen durfte und dass es mir so gut geht. Und deswegen ist es dann natürlich besonders wichtig, denen zurückzugeben, die vielleicht nicht so viel Glück hatten. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied und was du vielleicht singen könntest? Oh, also ich finde natürlich Stille Nacht ganz, ganz schön. Bei uns in Tirol gibt es auch ein Lied, ich weiß leider nicht, wie das heißt, es ist ganz traditionell. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht. Und das finde ich auch schön, weil das ist auch immer im Dialekt gesungen und das singe ich dann immer mit meiner Oma zusammen und mein Papa spielt dann eine Gitarre. Und ja, das ist einfach so Kindheitserinnerung für mich. Aber anstimmen könntest du es jetzt nicht für mich? Doch. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich nah. Laut Maximilian Zeitz waren die Spenden so zahlreich, dass damit bis weit ins neue Jahr geholfen werden kann. Es wird schon gleich dumper, es wird schon